Hallo zusammen und willkommen. Was haben Angelina Jolie, Obama, Eminem, Caesar und Queen Elizabeth gemeinsam? Sie gehören zu den Linkshändlern. Linkshändigkeit bedeutet, dass man für bestimmte Tätigkeiten lieber die linke Hand benutzt, besonders wenn es auf Schnelligkeit und Kraft ankommt. Wie zum Beispiel beim Werfen oder auch auf die Feinmotorik, wie zum Beispiel beim Schreiben. In unserem heutigen Video erfährst du 10 weitere spannende Fakten über Linkshänder. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Nummer 1. Wie viele Menschen sind Linkshänder? An der Bevölkerung insgesamt machen Linkshänder ungefähr 11% aus. Dies trifft also auf ungefähr jeden Zehnten zu. Aber auch Beidhändigkeit ist sehr häufig. So wechseln ca. 9% der Personen je nach Tätigkeit zwischen der linken und der rechten Hand. Nummer 2. Wie unterscheiden sich Links- von Rechtshändern? Beim Großteil der Bevölkerung ist die linke die dominante Gehirnhälfte, die unter anderem für Bewegungen der rechten Hand zuständig ist. Bei Linkshändern ist dies umgekehrt. Bei ihnen sind die rechte Gehirnhälfte und deshalb die linke Hand dominanter. Nummer 3. Was beeinflusst, ob man Rechts- oder Linkshänder wird? Noch weiß man nicht sicher, wodurch sich entscheidet, ob man links- oder rechtshändig wird. Es gibt Hinweise darauf, dass sich dies schon vor der Geburt entscheidet. Ungeborene haben bereits im Mutterleib eine Vorliebe für das Nuckeln am rechten oder linken Daumen. Der genetische Anteil an der Händigkeit liegt laut Schätzung bei 25%. Daneben haben soziale Faktoren, die hormonellen Einflüsse während der Schwangerschaft, das Geburtsgewicht, eventuelle Geburtskomplikationen sowie der Ort und Zeitpunkt der Geburt einen Einfluss auf die Entwicklung. Nummer 4. Wieso nutzen nicht alle Menschen beide Hände gleich oft? Ursprünglich ist die Spezialisierung auf Rechts- oder Linkshändigkeit vermutlich entstanden, weil der Körper dadurch Energie sparen kann. Da das Gehirn sehr viel davon verbraucht, macht es einen großen Unterschied, ob eine neurologische Aktivität im gesamten Organ oder nur in einer Hälfte abläuft. Grundsätzlich gilt deshalb, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass man etwas nur mit einer Hand lernt, steigt, je komplizierter die Bewegung ist. Nummer 5. Ein weltweiter Tag für alle Linkshänder. Am 13. August macht der Welt-Linkshänder-Tag auf die Benachteiligung aufmerksam, die Linkshänder in verschiedenen Bereichen des Lebens erfahren. Nummer 6. Wo haben es Linkshänder schwerer? Viele Dinge des täglichen Bedarfes und Gebrauches sind an Rechtshänder angepasst, sodass Linkshänder sie nicht gut benutzen können. Spiralblöcke sind typischerweise auf der linken Seite gebunden, was äußerst unpraktisch ist, wenn man mit links schreibt. Messer sind so geschliffen, dass man mit der rechten Hand besser schneiden kann, wodurch sie weniger für Linkshänder geeignet sind. Was manche Produkte betrifft, gibt es inzwischen Alternativen. Hier gibt es zum Beispiel die Linkshänder-Scheren. Viele Maschinen kann man jedoch weiterhin mit links schlechter bedienen. Das verursacht besonders für Linkshänder, die einen technischen oder handwerklichen Beruf ausüben möchten, große Probleme. Nummer 7. Sollte man Linkshändigkeit abtrainieren? Weil man früher glaubte, dass die Händigkeit von der Erziehung abhänge, wurde häufig versucht, Linkshänder umzuerziehen. So mussten viele linkshändige Kinder die schreckliche Erfahrung machen, in der Schule mit rechts schreiben zu müssen, was für sie sehr schwer war. Davon ist man inzwischen zum Glück abgekommen, da man herausgefunden hat, dass ein Umlernen nicht sinnvoll ist. Nummer 8. Was würde ein Umlernen der Linkshändigkeit bewirken? Werden zum Beispiel Kinder in der Schule gezwungen, sich auf rechts umzustellen, kann sich dies negativ auf die Konzentration, das Gedächtnis und die Feinmotorik auswirken. Links und rechts werden dann auch häufiger verwechselt. Mittelfristig können Schüler dadurch verunsichert werden und sich deshalb zunehmend zurückziehen. Langfristig können Minderwertigkeitskomplexe und Depressionen die Folge sein. Nummer 9. Was sind die Vorteile der Linkshändigkeit? Gerade unter Top-Sportlern findet man viele Linkshänder. Weil ihre Gegner deren Bewegungsabläufe nicht so gut einschätzen können, verschafft ihnen das beispielsweise beim Baseball, Tischtennis und Boxen Vorteile.
Nummer 10. Auch in der Vergangenheit weniger Links- als Rechtshänder. Die Dominanz der Rechtshändigkeit zieht sich anscheinend durch die Geschichte der Menschheit. Archäologen haben Hinweise darauf entdeckt, dass Werkzeuge auch schon in der Jungsteinzeit vor allem mit der rechten Hand gehalten wurden. Ebenso zeigen Kunstwerke aus den letzten 5000 Jahren überwiegend Rechtshänder. Linkshändigkeit ist, wie man sieht, ein spannendes Thema, das jede 10. Person direkt betrifft. Zu ihnen gehören übrigens auch die meisten Figuren der Serie Die Simpsons, genau wie ihr Erfinder Matt Groening. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.